Ich ziehe mich auch immer mit offener Tür um. Ja klar, wenn man zu Hause alleine ist, dann... Ja klar, vor wem sollst du dich alleine zu Hause verstecken? Ist ja was anderes. I know, Kappa. But... with a friend, man, with a stranger in my house, in my flat, I don't like to being looked at. Oder... Denglish. Auf jeden Fall unendlicher nah. Könnte wie so ein Ehering aussehen, dass man natürlich auch sagt, ja, die Ehe ist halt kein Leben und so. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Erinnerung. Look in the cabinet. Bottom shelf. Okay. Jetzt könnte man hier natürlich auch ein bisschen schnüffeln und so und sich ihre Kleidung und so ansehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier ein Zeitlimit hat. Ich glaube, das ist generell nur... Hä, wo sind denn die Gelben? Sorry, ich muss jetzt jede einzelne öffnen. Ja. Ich muss jetzt jede einzelne öffnen, um zu gucken, welche davon gelb ist. Okay, blau. Nein. Es tut mir leid. Kann ich die Pille nicht wieder reinmachen? Ich mache voll Unordnung. Ah, da ist die gelbe. Tschüss. So. Die gelbe Pille. Ich guck nur vorsichtshalber, weil ich bin immer ein... sicherheitshalber Mensch. Nee, die wäre rot gewesen. Und die hier ist... Ob das zwei verschiedene Gelbtöne gibt? Nee, grün. Okay, gut. Dann... Ja. Haben wir die gelbe, genau die richtige. Okay. Und jetzt die Unordnung aufräumen. Okay, damit sie die Unordnung nicht sieht. Erstmal den Schrank hier wieder zumachen. Hä, das geht gar nicht mehr. Schade, das ist total unrealistisch, ey. Och, Menno... Ich wollte den Schrank zumachen. Ich wollte den zumachen. So, okay, so sieht ihr Schlafzimmer aus. Ja, es ist halt nicht so minimalistisch. Aber dafür hat sie ja auch eine riesengroße Wohnung. So. Hier ein paar Schmerztablets. Some Water? Pills. No, fine. Okay, dann halt nicht. Self-medication. The one true perk of the healthcare profession. It's not just coffee that keeps us going 24/7. Okay, I'm going to sleep now. You let yourself out. Alter, wie die uns vertraut, ey. Ach so, und übrigens, das ist Lisa Garland, die eigentlich immer blond war und hier ist sie halt kupfrig, rothaarig. You feel guilty about everything. Ja. When we all lived in huts and wore furs, we worried over the simple things. Food, water, whether animals would come and eat us in the night. Now we have supermarkets, bottled water and 38 caliber home security. So what keeps us awake at night? More often than not, guilt. If only I had acted differently. If only I hadn't said that. If only I'd said something. You beat yourself up with your past. Don't blame yourself. Blame the world. Blame God. Blame me. Okay, this is my favorite. Let me introduce some friends of mine. This is King Harold. His daughter, the chaste Celestine. A prince called Wilhelm. And a bull. He doesn't have a name. Shadow. Prince Wilhelm is passionately in love with Celestine, but she does not love him. One day, Wilhelm comes to the king and asks for Celestine's hand in marriage. Celestine begs the king not to marry her to Wilhelm, but the king ignores her pleas. Royal protocol means he must say yes to the match. They are married, and Wilhelm takes Celestine back with him to his kingdom. That night, he attempts to consummate the marriage, but the distraught Celestine flees. She runs from the safety of the castle and across a field, ignoring the sign which warns of danger. In that field is a bull. Who, seeing the girl, charges her. She falls under his hooves and is killed instantly. What I want you to do is line the players up according to how guilty they are of Celestine's death. Whose fault was it? At the left, most culpable, to the right, most innocent. Nein, hallo, ich bin doch noch nicht fertig. Sehr schuldig, kaum schuldig.
Das ist eine gute Geschichte, eine besondere Geschichte. Ich müsste eigentlich mal meinen alten Resident Evil, sage ich schon, meinen alten Silent Hill Part, Shattered Memories Part sehen, um zu gucken, wie ich damals gedacht habe. Ich würde, also mein Gefühl sagt mir sofort, dass der Bulle ohne Namen am wenigsten Schuld hat. So. Weil er hat einfach nur nachts Angst gehabt, vielleicht um seine, um seinen Nachwuchs, oder er hat sich nachts einfach gestört gefühlt. Nichtsdestotrotz hat der Bulle, war er einfach zur falschen Zeit an der falschen Stelle. Auch wenn ein Schild gewarnt hat, dass es dort gefährlich ist oder gefährliche Tiere sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von diesem Tier in der Nacht wirklich angegriffen wird? Okay, mal also davon. Also und ich denke, dass der Bulle am wenigsten Schuld hat, aus folgendem Grund. Er ist ein Tier in der Natur, in der Freiheit. Teils in der Freiheit, weil wenn es hier eingezäunt ist und so, okay. Aber er hat nicht selbstsüchtig. Natürlich könnte man sagen, auf der einen Seite hat er selbstsüchtig gehandelt. Weil er sich gestört gefühlt hat. Das ist selbst. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, er hat sich doch nur verteidigt. Er hatte Angst um sein Leben in der Nacht. Und Tiere, außer wenn sie natürlich auch misshandelt worden sind, von Menschen, aber im normalen, in der Natur ist das halt einfach so, dass die Tiere ihren Instinkten nachgehen. Das heißt, der Bulle hat jetzt nicht die Frau angegriffen, weil sie eine Frau ist oder weil sie abhaut oder weil sie hässlich ist oder weil sie scheiße oder was weiß ich nicht. Damit hat der Bulle ja so gesehen nichts damit zu tun gehabt. Das ist schon mal die erste Sache. Jetzt geht es weiter. Also das ist jetzt die Prinzessin Celestine. Was ist hier? Das ist der Prinz, glaube ich. Mit dem Zepter und der König sitzt auf dem Thron mit einer Krone. Mal anders gesagt, ist der Tod, den Prinzessin Celestine jetzt erlitten hat, schlimmer als die Ehe mit einem Fremden, den sie gar nicht haben wollte? Könnte man ja auch nochmal nachdenken und sagen, ey, eigentlich, klar, schade um das Leben. Sie hatte gar nicht richtig ihr Leben leben können. Aber auf der anderen Seite hatte sie ein kurzes Leben, was natürlich auch nicht allzu viel erfüllt war, weil sie im letzten Moment ihrer Gedanken, ihres Lebens auf der Flucht war. Aber auf der anderen Seite wäre sie jahrelang unglücklich gewesen mit einem Mann, den sie nicht liebt, und vor allem die Intimitäten, die man dann miteinander teilen muss. Natürlich hätte sich es aber auch, man geht jetzt vom Worst Case, also vom schlimmsten Fall aus, natürlich hätte auch die Ehe, wenn die Frau jetzt doch dem Prinzen die Chance gegeben hätte, ihn näher kennenzulernen, hätte es vielleicht auch eine gute Ehe sein können, hätte sie sich vielleicht doch in ihn verlieben können, seine Persönlichkeit wertschätzen und lieben gelernt, sodass es ja doch okay ist. Aber es geht halt einfach um das System, welches besagt, dass Männer teils zur damaligen oder mir fällt gerade das historische Wort dafür nicht ein. Verzeihung. Ich denke aber, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und zwar geht es halt einfach darum, dass die Männer natürlich immer das Alpha-Männchen sind. Die Männer sind immer die Herrscher der Welt. Die halt immer ihr Weibchen sich aussuchen können. Und die Frauen sind halt immer die Blöden. Mal einfach umgangssprachlich gesagt. Die Frauen werden immer verheiratet. Sie können keine Wünsche oder sonst was stellen. Das heißt, an sich, wer eigentlich am meisten Schuld hat, ist eigentlich das System. Das System, das man jetzt hier natürlich nicht zur Rechenschaft ziehen kann,
weil hinter dem System sind viele, viele Menschen, viele Generationen, die halt das erstmal überhaupt erfunden haben, dass eine Frau einfach die Fresse halten muss und den Mann halt befriedigen muss. Das heißt, wir können das also jetzt nicht machen. Wenn wir jetzt den König, also den Papa, mal weiter sehen, dann macht der Papa auf erster große, also auf den ersten Blick, macht er ja nichts falsch. Weil er möchte sicher gehen, dass es der Tochter gut geht. Er möchte sicher gehen, dass die Tochter weiterhin als Prinzessin bzw. dann später als Königin auch herrschen kann. Dass sie halt immer Mahlzeiten hat, einen warmen Unterschlupf, ein warmes Bett und so. Das heißt, an sich ist der Gedanke natürlich, dass die Tochter in die Ehe zieht, eines Elternteils ja nicht verkehrt. Deswegen würde ich jetzt auch mal... Natürlich könnte man auch sagen, okay, der Papa... Ah, das ist... Ja, das ist schwierig. Es ist schwierig, weil... Sie hat ja mit dem Papa gesprochen und angefleht, dass sie den Prinzen nicht heiraten möchte. Und der Papa war trotzdem stur und hat an den Prinzipien, an der Generation... Weil letztendlich, wenn er sich zum Beispiel auch quergestellt hätte, mit Querstellen meine ich, wenn er jetzt wirklich gesagt hätte, okay, meine Tochter will dich, Prinz, nicht heiraten, dann wäre vielleicht irgendwie ein Bauernaufstand passiert, irgendeine Art Demonstration oder der Prinz hätte tatsächlich auch irgendwie Krieg mit dem Land geführt, mit dem Land des Königs, weil er einfach die Frau nicht haben kann. Das heißt, die Untertanen würden... Dann würde eigentlich das ganze König... Das heißt, es würden mehr Menschen zu Schaden kommen, als wenn man jetzt nur eine Frau verheiratet. Wenn man es jetzt auf großen Hinblick und immer noch weiter spinnt. Immer weiter spinnt. Ich würde dann als nächstes sagen, also der Bulle hat am wenigsten Schuld. Wie gesagt... Bereits aus den Gründen, die ich genannt habe. Und kann der Bulle mal bitte richtig hier vernünftig stehen? Die Prinzessin Celestine hat am zweitwenigsten Schuld. Weil sie kann nichts dafür, dass sie als Frau... Hallo. Oh, meine Fresse. Sie kann nichts dafür, dass sie als Frau in einem System, in einer Welt geboren worden ist, wo die Wünsche einer Frau ein Dreck wert sind. Niemanden zu interessieren haben. Dafür kann sie nichts. Dafür kann kein Mensch auf der Welt. Wir alle können nicht beeinflussen, in welchem Zeitalter wir geboren werden, welche Eltern wir haben. Wir können, in welchem Land wir auch noch geboren werden. Wir können das alles gar nicht beeinflussen. Es passiert einfach. Schwupps, sind wir einfach da. Und dafür, deswegen denke ich, kann sie nichts dafür. Sie ist einfach ihrem Herz gefolgt. Und es ist natürlich nicht gut ausgegangen, aber man kann jetzt, wie gesagt, wiederum sagen, vielleicht ist es doch gut für sie ausgegangen, weil die Ehe mit dem Prinz vielleicht doch schlecht gewesen wäre. Man weiß ja nicht, ist das so ein ekelhafter Prinz, der halt irgendwie sie auch mehr, also vergewaltigen würde oder der sie in den Kerker sperren würde oder der nebenbei, obwohl er mit ihr verheiratet ist, auch noch ganz viele andere Mätressen, ganz viele andere Geliebte, Seitensprünge hätte und so. Also kann man alles nicht sagen. Klar, vielleicht ist er auch ein pflichtbewusster, verständnisvoller Mann. Hätte auch sein können, aber das weiß man ja jetzt. Das sind alles so Hintergründe, die kann man jetzt nicht... Mich würde das mehr interessieren, um natürlich das Leben von allen... Weil mich interessiert dann alle Menschen, die eine Rolle spielen. Aber jetzt bei dieser Aufgabe, psychologischen Aufgabe, ist das halt einfach schwierig... Das so grob von der Geschichte rauszuhören. Einfach grob. Natürlich, für andere Leute, ich weiß ganz genau, man kann hier auf vielerlei Hinsicht argumentieren. Einige könnten auch sagen, ja, die Frau ist super schuldig, weil warum ist sie auch so blöd und rennt weg?
Ist doch klar, dass sie in ihrem Tod weg, in ihren Tod gerannt ist. Klar. Aber mit dieser Ansicht, weil wie gesagt, was, wenn der Mensch doch nichts dafür kann für die Umstände, auch wenn sie es gelesen hat, ich weiß, sie hat das Schild gelesen. Ich weiß es, dass es gefährlich war, aber da, daran sieht man einfach, wie stark sie erst recht nicht mit diesem Menschen zusammen sein wollte, dass ihr sogar die Warnung in diesem Augenblick egal war. Und das ist schon krass. Letztendlich kann man dem Prinzen ja eigentlich auch nicht so schuldig, so zur Schuld, also auf der, am schuldigsten sprechen, weil er wie der König, also wie der Vater, stellt er auch nur sicher, dass die Blutlinie weitergeht, dass es Nachkommen gibt, dass seine Herrschaft weitergeht und so. Also ist ja auch alles einfach nur ein... Es ist halt einfach nur alles schon vorgelebt. Die Regeln sind bei denen vorgeschrieben. Natürlich könnte man sagen, ja, er hat Schuld, weil er sie sich ausgesucht hat. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt am Überlegen, ob der Papa, der König, am meisten Schuld hat oder ob der Prinz am meisten Schuld hat. Aber es wäre schön, wenn ich die Geschichte nochmal mir anhören könnte. Weil ich habe jetzt leider vergessen, ob sie dem Papa angefleht hatten, nicht zu heiraten oder ob es der Prinz war, zu dem sie gesagt hat, nein, bitte heirate mich nicht. Ich weiß es, ich weiß leider den Zusammenhang von der Geschichte nicht mehr so ganz. Natürlich würde es mich auch brennend interessieren, wie ihr, liebe Zuschauer, das seht und empfindet. Wie gesagt, jeder hat eine eigene Wahrnehmung. Und auch, ja, entscheidet für sich selbst, was natürlich schlimmer ist. Mich würde es nur interessieren, aus welchen Gründen würdet ihr anders entscheiden? Man könnte es natürlich auch so sehen, eigentlich als Kompliment, dass ein Prinz Gefallen an seiner Tochter gefunden hat. Versuch mal ein bisschen so. Ah, die stehen gar nicht richtig gerade, ey. So. Also jetzt entweder der Papa oder der Prinz. Das ist super schwer. Ich finde das echt sehr schwer zu beurteilen. Schuldigsten. Ich würde dann erstmal den Vater sagen, weil der Vater ist eine Bezugs- und Vertrauensperson und wenn der nicht auf seine Tochter hört, dass sie ihn nicht heiraten möchte, dann ist es schon mal nicht gut. Und der Prinz hat halt am zweiten nicht so gut. Hat halt an zweiter Stelle ist der auch schuld daran. So wäre jetzt meine Reihenfolge. Die stehen zwar alle auf 7:30, bis auf dem König, aber okay, so nehmen wir das. Done? Ja. Poor Harold. You felt he should have ignored protocol. I find the best cure for guilt is to never get caught in the first place. Let's continue. Neuer Wegpunkt. Wir müssen jetzt zur Simmons Street. Ich speichere jetzt hier auch mal ab. Oh, mein Tee ist da. Nicht über die... Ja, nicht über die Playstation. Taschen. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Vielen Dank. So. Oh, ja. Dankeschön. Komm, noch zwei Tassen. Ernsthaft?
So, das Spiel hat jetzt gespeichert.